Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 15. Und heute nimmt Kendra an der Pflanzen-Sim-Herausforderung teil. Die ist heute ganz frisch gekommen mit dem neuesten Update und ich lese euch das mal vor. Pflanzensim-Herausforderung. Sammle magische Bohnen, züchte einen Baum, werde eine Pflanze. Du wolltest schon immer gerne photosynthetisieren? Auf die Toilette zu gehen ist dir ein Graus? Die Pflanzensims sind da. Du kannst auch einer werden. Für kurze Zeit können Sims magische Bohnen von Pflanzensims in der Spielwelt erhalten, um die Pflanzensim-Herausforderung abzuschließen. Interagiere mit Jasmin, um mehr zu erfahren und beginne magische Bohnen zu sammeln. Nun ja, denn wollen wir mal. Jo, da ist Kendra und fast fertig mit ihrem Bild vom letzten Mal. Ich lasse sie einfach mal weitermalen. Und ich schau mal, ob diese Jasmin Holiday zufällig hier gerade rumläuft. Das tut die nämlich öfters. Wenn nicht, dann rufen wir sie an. So. Ja, da laufen nur ganz normale Sims rum. Steht sie nicht da? Ja, ja. Nee, das ist ein Kind. Okay. Gut, naja. Kendra ist fast fertig mit dem Bild. Dann sage ich ihr schon mal, dass sie da anrufen soll. Jasmin Holiday anrufen. Oh, Glückwunsch! Kendra hat soeben ein Meisterwerk fertiggestellt. Das ist ja sehr erfreulich, meine Liebe. Na wunderbar. Jo. Das kannst du einfach mal verkaufen. Das Geld kannst du gebrauchen. Und jetzt gucken wir mal. Ah, da ist sie hier auch schon. Gut. Also, frag sie mal nach der Pflanzensim-Herausforderung. Wird übrigens auch Challenge genannt. Aha, da kommt mal wieder der Obervampir. Gut, dann mache ich jetzt hier mal schnell Pause und lese das vor. Für kurze Zeit steht die Pflanzensim-Herausforderung zur Verfügung und so geht's. Suche in der Nachbarschaft nach Pflanzensims. Wenn du welche gefunden hast, bitte sie um eine magische Bohne. Die Art der Bohne, die sie dir geben, hängt von ihrer aktuellen Stimmung ab. Wenn du eine Bohne erhalten hast, lege sie in einen magischen Pflanzensim-Stamm. Er befindet sich in deinem Inventar. Wenn du 6 verschiedene Bohnen in den Stamm gelegt hast, bewässere den Stamm, um herauszufinden, welche magischen Dinge daran wachsen. Okay, gut. Soweit verstanden. Prima. Da müsste sich jetzt in ihrem Inventar dieser Stamm befinden. Und ich gehe mal in den Baumodus. So. Dieser... Ich denke mal, den hier, den verkaufe ich mal vorübergehend und räume das mal alles ein bisschen dichter zusammen. Denn das ist ein ziemliches Riesending, was da wächst. Da brauchen wir wahrscheinlich hier diese ganze Ecke. So, wo ist ihr... ist die Interaktion vielleicht noch nicht fertig gewesen? Eigentlich müsste da jetzt so ein Stamm sein. Dann lasse ich das noch mal kurz weiterlaufen. Oder ist das in ihrem normalen Ach, es ist in ihrem normalen Inventar. Gut, auch recht. Guck, so ein Riesenklotz ist das. Und da wird dann ein Riesenbaum draus. Okay. Ja, den Vampir wollen wir jetzt natürlich gar nicht sehen. Was ist denn hier los? Oh, oh, die muss aber unbedingt mal gegossen werden. Gieß mal die. So, und danach... Ja, ich lasse sie einfach mal gießen. Und die Jasmin lasse ich da stehen. Und ich gucke mal, ob ich zufällig so einen Pflanzensim sehe. Ich glaube, die sind tagsüber häufiger.
Aber angeblich soll es die auch nachts geben. Was ist das für ein Wesen? Sieht nicht grün aus. Also diese Pflanzensims sind grün und haben kurze Haare, haben alle die gleiche Frisur. Vielleicht ist hier einfach ein bisschen wenig los, gell? Aber es ist jetzt auch Abend. Vielleicht lasse ich die Kendra auch einfach mal pennen, um das Ganze dann am nächsten Morgen ausführlicher zu starten. Jo, Vlad ist davongegangen. Ob der wo echt nur zu einem Höflichkeitsbesuch da war? Was habe ich da blinken sehen? Die nicht, die da. Mach mal hier eine Weiterentwicklung. Und ich glaube, ansonsten ist das eigentlich alles soweit in Ordnung. Kann man hier noch was verkaufen? Nö. Dieses Bild. Ah, ja, eigentlich wollte ich ihre Bilder für diesen Stand aufheben. Nun gut, jetzt hat sie eins verkauft. Immerhin hat sie jetzt 20.000 Simoleons. Das ist doch gut. Und ich lasse sie jetzt im Schnellmodus schlafen. Macht man ja eigentlich eh immer. Dann sind wir ruckzuck morgen früh. Und ich hoffe, dass wir dann Pflanzensims treffen. Im Zweifelsfall gehen wir dann ja in so eine Parkgegend oder sowas. Oder irgendwo. Wo sollen die viel sein? In Windenburg sollen die viel sein, diese Pflanzensims. Da läuft jetzt keiner rum. Ess mal irgendwas, damit du satt genug bist. So, hier latschen doch eigentlich immer jede Menge Sims rum. Na, es ist kurz vor 6. Da pennen ordentliche Pflanzensims noch. Also ein Joghurt macht jetzt aber nicht besonders satt, meine Liebe. Na, da kommen sie schon angepirscht. Jo. Na, sie isst noch. Was hat sie hier? Ziemlich lecker, das ist gut. Jetzt malt sie. Nun ja, ein bisschen malen kann ich sie ja lassen. Aber sie sollte vielleicht doch einfach mal aufs Klo und dann noch mal eine schnelle Mahlzeit essen, damit sie bereit ist, woanders hinzufahren. So, kein Pflanzensim weit und breit. Was ist da für ein Wesen? Ein Pflanzensim. Jawohl. Wie gut, dass ich geduldig war. Und da hinten ist gleich noch einer, oder? Ja, sieht so aus. Gut. Was? Mal gucken, was hat die denn für eine Stimmung? Kann man so nicht erkennen. Momentan. Dann frag doch einfach mal nach einer magischen Bohne. Die sieht wütend aus. Das ist gut. Die müssen nämlich Emotionen haben. Und dann kriegt man eine Bohne in der Farbe der Emotion. Komm, beeil dich, beeil dich. Sonst haut die ab. Kendra, los, los. Ah, das darf ich mir nicht entgehen lassen. Dann bringe ich mich hier mal in Position. So. Okay. Jawohl. Tinoba, so long, Janae. Ja. Na, wunderbar. Jetzt gucken wir mal, ob das geklappt hat. Ich stoppe erst mal kurz, weil da war ja noch eine. Ja, sie hat eine magische Bohne erhalten. Super gut. Und jetzt gucken wir mal, ob der Typ von vorhin noch da ist. Das war, glaube ich, ihr Göttergatte. Den sehe ich jetzt gerade nicht mehr, aber wer geht da hinten? Da ist jemand mit grünen Haaren.
um magische Bohne bitten. Einfach mal ausprobieren, ob der auch eine Stimmung hat. Beeil dich, Kendra, beeil dich. Ja, der sieht auch nach irgendeiner Stimmung aus. Kendra, renn, renn, gleich ist er weg. Jetzt ist er weg. Na toll. Du musst auch ein bisschen flitzen, meine Liebe. Du bist doch jung und dynamisch. So. Das Praktische ist, sie muss gar nicht weit laufen, weil die hier rum zirkulieren. Ja, ich lasse das einfach mal weiterlaufen und dann tun wir hier mal diese Bohne rein. Mal gucken, ob man die einfach so da reintun kann. Ja. Okay. Gut. Eine haben wir schon. Meine liebe Kendra, du könntest dich ein bisschen konzentrieren auf unsere Herausforderung. Da ist eine. So. Und nicht auf deinem Handy rumdaddeln. Ist es wieder die gleiche? Nee, sieht nur ähnlich aus. Probieren wir mal, ob die auch eine Stimmung hat. So, machen wir diesmal ein bisschen schneller, Kendra. Wo steckst du? Da kommt sie angewetzt, das ist gut. So. Um magische Bohne bitten. Sehr gut. Ja. Ja, das Sonne. Okay. Oh, Jibs. Quaba. Ja, sie ist in keiner Stimmung. Gut, dann müssen wir mal schauen. Also, es tut mir leid, aber ich bin nicht in der richtigen Stimmung, um dir Bohnen zu geben. Versuche, mich in eine wütende, verspielte, traurige, unwohle, kokette oder selbstsichere Stimmung zu versetzen, bevor du mich nach einer magischen Bohne fragst. Dann machen wir jetzt einfach mal lustig vorstellen und versuchen, sie verspielt zu machen. Und dann. Ja, sie sind noch in der Vorstellphase. Sie ist energiegeladen, die andere. Witz über Marsmenschen und danach machen wir lustig Klopf-Klopf-Witz. Und dann schauen wir mal, ob das schon reicht. Jetzt haut die schon wieder ab. Kendra, lass dich doch nicht so leicht abspeisen. Wir könnten dann natürlich auch versuchen, einfach nur die zu nehmen, die eine Stimmung haben. Aber wir versuchen das jetzt mal. Ja, komm, Kendra, versuch es einfach. Versuch es. Ja, und hat sie das witzig gemacht? Noch nicht. Okay. Das ist aber ein lustiger, grauer Typ. Okay, sie ist immer noch nicht belustigt. Jetzt erzähle ich ihr noch eine lustige Geschichte und mach noch einen Klopf-Klopf-Witz. Wenn das nicht klappt, dann geben wir es mit der auf. Und nehmen dann lieber Pflanzen, sind's, die schon eine Stimmung haben. Okay. Jetzt ist Kendra verspielt.
Du sollst die andere verspielt machen. Die haut schon wieder ab. Ich hatte gesagt, wenn es nicht klappt, gebe ich es auf, gell? Nun gut. Jo, war ein Versuch wert. Also, ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen Cut. Und ich werde dann aber gleich weiter aufnehmen und versuchen, noch am gleichen Tag noch eine zweite Episode damit flott zu machen. Aber diese hier mache ich jetzt mal fertig, damit ich die sicher hochgeladen kriege bis morgen Vormittag oder so. Jo, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!